Hallöchen Leute, ist Mittag, kurz nach ein und ich bin auf dem Weg zum Huahin Beach. Vorerst zum letzten Mal, wie der Titel des Videos schon sagt, wird das vorerst mein letztes Video aus Huahin oder vielmehr aus Thailand sein. Es geht wieder zurück nach Deutschland. Macht jetzt den Eindruck, als wäre hier ziemlich viel los durch die Motorbikes, aber das täuscht. Ziemlich viel Pferde am Strand hier. Sieht man auch nicht alle Tage. Normal stehen hier so 3-4 rum. Ich hoffe mal, ich habe soweit alles erledigt bekommen. Re-Entry-Visum habe ich. Heute war ich noch mal beim Friseur. Meine akuten Rechnungen bezahlte ich. Und während meiner Abwesenheit kümmert sich mein Freund Karl wieder mal um alles. Bezahlt meine Miete und laufende Rechnungen. Und kümmert sich auch um mein Motorrad. Also ich halte die Wohnung oder das Zimmer und auch mein Motorrad natürlich bei. Sonnenschein und wieder mal extrem heiß heute. Aber dazu auch sehr windig. Also geht, hier am Strand kann man das aushalten. In der Innenstadt weniger. Und hier in Huahin haben wir Wassernotstand sozusagen. Das Wasser wird rationiert. Es gibt nur noch Wasser von morgens um 5 bis morgens um 10 Uhr. Auch nicht gerade so toll. Ich meine, ich bin davon weniger betroffen, weil ich habe einen Tank. Der wird also einige Zeit reichen. Und seht selber, so viel ist hier nicht los. Ja, Leute, es sind wirklich deutlich weniger westliche Touristen unterwegs. Das zeichnete sich schon vor 2 Wochen ab. In den einschlägigen europäischen Restaurants, in den Shopping-Malls, weniger Westler unterwegs. Was auffällt, das ist, dass viele Asiaten unterwegs sind. Ich kann die nicht so genau auseinanderhalten, wenn ich ehrlich sein soll, auch nach so langer Zeit noch nicht. Aber weil ich so sehe, viele Chinesen, vielleicht auch Koreaner und einige Inder konnte ich ausmachen. Naja, und die Russen kommen auch verstärkt nach Huahin. Ja, und die hängen meistens da hinten in der Nähe vom Takiap rum. Da ist so eine richtige kleine, na, lassen wir mal sagen, russische Kolonie entstanden. Ich kann noch nicht abschätzen, wie lange ich diesmal in Deutschland bleiben werde. Und naja, ich meine, ich habe mich gerade hier eingelebt, gestern noch mit Freunden eine Motorradtour gemacht, Richtung Palau, Wasserfall, war wieder ein schöner Tag, ein sehr schöner Tag. Nochmal Dank an die Leute, mit denen ich da unterwegs war. Und ja, keine Ahnung, wie lange ich diesmal bleibe. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. Ich werde natürlich auch versuchen, in Deutschland Videos aufzunehmen. Bei einigen kamen die ja doch recht gut oder halbwegs gut an. Und für mich bedeutet das, dass ich dann auch was zu tun habe, die Zeit irgendwie rumbekomme. Und für meine Rückkehr oder nach meiner Rückkehr, wenn ich schon wieder in Thailand bin, habe ich auch einiges auf dem Zettel stehen. Wie viel ich davon realisieren kann, weiß ich natürlich auch nicht. Steht alles in den Plänen. Und steht alles in den Plänen, steht alles in den Sternen, weil Pläne mache ich ja nie. Lassen wir mal abwarten, wie viel ich davon realisieren kann, wo es dann hingeht. Eine größere Motorradtour steht auf jeden Fall auf dem Zettel und ich möchte mir auch ein anderes asiatisches Land nochmal ansehen. Liegestühle schlecht ausgelastet, für die Betreiber kein so gutes Geschäft mehr und auch Wassersport. Kaum welche auf dem Wasser, da hinten sieht man einen Kitesurfer und da ganz hinten der Ecke turnen auch noch 2 rum. Auch hier wird weniger Umsatz gemacht bei der Kleidung. Momentan hat er nichts in der Mache, der Meister, aber ist eine interessante Sache und schmeckt sehr gut. Einfach mal reinschauen, hier 55 Baht, ein großes 100 Baht. Und ich gehe jetzt in meine Lieblingskaffeebude hier zum Coffee Man, trinken wir da einen Americano. Übrigens,
Da ist mein Stuhl hier. Da sitze ich immer gerne. Und ja, einen Americano und einen grünen Tee trinke ich dann noch. So, ihr seid durch das kurze Video mal wieder auf dem neuesten Stand, was sich so tut bei mir in nächster Zukunft. Und ich hoffe, ihr haltet mir auch weiterhin die Treue, mir und meinem Kanal. Auch wenn ich jetzt die nächste Zeit in Deutschland verbringe. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mal alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.